Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilan für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Archäologie-Gedönse. Und zwar habe ich ja bis jetzt für Zinrock immer ein paar Kisten geöffnet. Und da hatten wir die restaurierten Artefakte aufgemacht, und zwar insgesamt 100 Stück. Und ja, ich hatte ja mal ein bisschen angekündigt, dass wir was anderes testen. Ich hatte jetzt insgesamt 1000 Kisten schon aufgemacht. Und jetzt wollte ich mal testen, die Relikte direkt zu farmen. Und ja, da bin ich losgetigert, habe jetzt in einer halben Stunde, ne, also in 30 Minuten und 24 Sekunden, habe ich 200 Trollrelikte zusammengefarmt. Aus den 100 Kisten kommen etwa 800 Relikte raus. Bedeutet, ich habe jetzt 200 zusammengefarmt in einer halben Stunde. Jetzt machen wir einfach die Relikte auf, hätte ich gesagt, die Sachen, die ich gesammelt habe. Und dann lasse ich meinen Timer weiterlaufen und das schneide ich dann so ein bisschen zusammen. Und dann gucken wir mal, was von den beiden Farms effizienter ist. Was sich aktuell jetzt schon ein bisschen abzeichnet, ist tatsächlich, dass das gar nicht so ineffizient ist, wie ich dachte. Denn wenn wir rechnen, ich kriege zwischen 35 und 40 Kisten raus in einer Stunde, ne, in Mist of Pandaria. Und jetzt habe ich mir das mal ausgerechnet. Ich kriege im Schnitt 8 Items aus einer Kiste raus, sind 320, was ich in einer Stunde farme. Jetzt habe ich aber hier in einer halben Stunde tatsächlich schon 200 gefarmt. Wenn das genauso weitergeht, wären es ja 400 in der Stunde. Und dementsprechend wäre das fast effizienter, hier im Kalendor zu farmen, als in MOP mit den Kisten. Aber das müssen wir mal gucken. Jetzt würde ich sagen, mache ich mal hier die Dinger auf. Und dann schauen wir mal. Ich habe mir jetzt auch ein paar Addons hier geholt, die mir empfohlen wurden. Und ja, jetzt gucken wir mal. Also, machen wir das erste Mal auf. Vollrelikt. Okay, das war schon mal nix. Wolf Nummer 2. Das war auch nix. Warte, warum gingen jetzt so viele Dinger gerade raus? Habt ihr gesehen? Ich hatte eben noch 200. Komisch. Ach, der ist jetzt irgendwie auf Zwerge gesprungen. Ich wollte gerade sagen, warum ist er eben auf Zwerge gesprungen? Oh Mann, irgendwie, ich glaube, das Addon spackt rum. Das springt mir immer auf Zwerge um. Also, ich glaube mal, ich muss das Addon wieder runterhauen. Das macht hier komische Sachen. Das versucht es immer zu wechseln, so wie es aussieht. Also ich habe mir das runtergeladen, das Addon, dass es mir hier die Trolltafeln einsetzt, ne, dass ich das nicht vergesse. Aber es scheint hier leider jetzt ein bisschen rumzuspinnen und das taugt mir jetzt eher weniger. Mhm. Stell dir mir zwischendrin immer so Zwergen-Items her, weil ich die halt jetzt auch nebenbei bekommen habe. Okay, also das ist jetzt nicht so geil, aber sonst, ja, ist das, glaube ich, der normale Farm hier nicht so verkehrt. Gut, ich würde sagen, jetzt lassen wir den Timer weiterlaufen. Ich farm jetzt noch eine nächste halbe Stunde, schau, wie viele Dinger ich kriege. 17 habe ich jetzt noch, das merken wir uns mal. Und dann werden wir ein Resümee am Ende ziehen. So, ich habe jetzt die zweite halbe Stunde voll gemacht, hatte jetzt gerade bloß das Pech, warte mal, wir stoppen es jetzt mal. Ich hatte hier unten in Zul'Grub einen Trollteil, jetzt muss ich halt ganz hier hoch fürs nächste, ach nee, das ist sogar Nachtelfen, sehe ich gerade, ich dachte, das ist nochmal ein Troll. Ja gut, war eh Nachtelfen, egal, aber meine ganzen anderen Reliktsachen sind alle jetzt hier in dem oberen Bereich, wie ihr seht. Also das ist natürlich blöd gelaufen. Wie es jetzt aussieht, habe ich nochmal 170 Trollrelikte geholt. Vorher hatten wir ja schon 200, 200 minus 7 und jetzt hatte ich am Anfang 17. Ne? Also wir können uns das jetzt mal ein bisschen durchrechnen. Also ich hatte, also ich habe jetzt 170 minus 17 sind 153 plus vorher die 200 minus, ich glaube, ich hatte 7 am Anfang, habe ich jetzt an Relikten 346 Relikte gefarmt. Hier in der Stunde, ne? Und wenn wir das andere durchrechnen, 40 Relikte mal 8 sind es 320, ne? Also ich habe tatsächlich
jetzt hier in den östlichen Königreichen in derselben Zeit ein paar Relikte mehr gefarmt. Das Problem, was jetzt aber nur besteht, hier in den östlichen Königreichen, ist es halt sehr, sehr random, ne? Also es kann halt sein, dass du x-mal hintereinander die falschen kriegst, also die falschen Spots, dann kriegst du halt einfach gar nichts. Und es kann halt sein, dass die auch sehr weit auseinander sind. Wenn du Glück hast, spawnen ein paar hier unten in Stranglethorn von den Trolldingern direkt nebeneinander. Und dementsprechend geht es dann relativ schnell. Also ich vermute mal, wenn ich jetzt mehrmals hier eine Stunde farm, werden die Ergebnisse weiter auseinander liegen voneinander, als wenn ich eine Stunde in MOP farm. Da ist es relativ gleichbleibend, weil es ja nur eine Art von Relikt sind. Die Dinger sind relativ nah beieinander. Das nimmt sich ehrlich gesagt nicht viel. Hier muss ich halt viele auch falsche abbauen, in Anführungszeichen, um dann die richtigen zu bekommen. Genau. Also jetzt würde ich sagen, machen wir das Zeug mal auf. Jetzt machen wir das mal hier über das Add-on. Dann muss ich das Fenster nicht anklicken. Oder warte mal, wir machen es jetzt zusätzlich einmal auf, dass wir es sehen. Eigentlich soll er jetzt hier automatisch das Ding reinpacken. Macht er auch wieder nett. Also irgendwie, das Addon macht nicht das, was ich haben will. Jetzt bauen wir noch die restlichen paar Trolldinger einmal. Und dann jetzt packt er mir wieder das rein. Aber er hat jetzt einmal die Tochter des Gastwirts hergestellt, ne? Also mit dem Addon, das packt mir hier immer wieder die falschen Sachen rein. Das gefällt mir jetzt irgendwie, also mir gefällt es nicht so. Ich glaube, ich hau das wieder runter. Und dann kann ich es jetzt hier wieder nicht restaurieren. Wir wollen ja nur die Trollteile herstellen, die anderen sind mir ja wurscht, ne? Im Endeffekt. Aber so wie es aussieht, ist Zinrock leider nicht dabei. Ich werde es jetzt so machen, da ich noch hier ein paar Kisten habe, werden wir das Ganze ein bisschen auffüllen, ne? Werde ich jetzt einfach, wo haben wir sie? Ich habe vom MOP-Farm hier noch 72 über. Heißt, wir haben jetzt ja, was hatte ich ausgerechnet, 150 knapp an Relikten schon. Und ja, wenn ich jetzt gucke, ich kriege ja aus 72 Kisten mal 8, 576 Relikte raus. Ne? 800 kriege ich etwa bei 100. Also sind die 28 mal 8 sind etwa 224. Und wir hatten jetzt glaube ich 300 oder so, 300 und ein paar zerquetschte aufgemacht, heißt, dann haben wir auch etwa das, was wir für ein Opening haben, wenn ich jetzt die Kisten noch dazu nehme. Ich würde sagen, das machen wir jetzt schnell und ja, dann muss ich mir überlegen, wie ich es weitermache. Vielleicht mache ich es dann auch mit anderen Twinks und fahre mir mit denen immer ein bisschen was, aber das überlege ich mir nochmal. So, ich bin jetzt hier zum nächsten Archäologielehrer gegangen. Und zwar musste ich nach Draenor gehen, weil mein Ruhestein schon Cooldown hatte. Ich habe mich da immer ein bisschen nach oben und nach unten geportet, hier in den östlichen Königreichen. Wir kaufen uns jetzt mit den 72 Kisten, kaufen wir uns jetzt hier die restlichen Dinger. Da habe ich jetzt quasi mit den 300 irgendwas, was ich vorhin schon aufgemacht habe, tatsächlich mehr Relikte drin als normal bei den 100 Kisten, ne? Also sind wir ein bisschen höher, aber jetzt machen wir die restlichen Kisten mit dem auf und dann werde ich wahrscheinlich in den nächsten Videos mal probieren, das mit anderen Chars zu machen und so ein bisschen drauf zu pokern auf diese ersten zwei blauen Sachen, die ja relativ schnell kommen sollen. Also vielleicht ist das das Bessere oder wir haben natürlich jetzt hier in den Kisten das Item einfach drin und ich kann mir das sparen, aber jetzt nur nach diesen insgesamt 1000, die ich hier aufgemacht hatte bis jetzt, wollte ich mal die anderen Wege testen. Das jetzt hier mit östliche Königreiche hat erstaunlich gut funktioniert, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass das gleich gut, wenn nicht sogar ein Ticken besser ist, ne? Und ja, dann bleibt mir jetzt aber noch die andere Möglichkeit da zum Ausprobieren, da muss ich dann auch nochmal schauen. So, Dalo, jetzt hätte ich gesagt, machen wir die Dinger einmal auf und gucken mal, was ich da noch craften kann. Ich hoffe mal, das eine Addon tut jetzt da nicht wieder irgendwie dazwischen funken. Sonst muss ich das doch mal ausmachen. Hoi, kann ich jetzt die Kisten immer aufmachen oder was ist da los? Komisch, weil ich glaube, dass ich das Fenster offen hatte, oder? Eigentlich will ich jetzt das Fenster hier aufmachen, um halt hier sehen zu können, wie viel ich habe. Dass wir da nicht so overcappen, okay. Darüber kann ich es wahrscheinlich jetzt drücken, oder?
Also irgendwie kann ich es jetzt quasi hier in dem Buchnummer drücken mit dem Addon. Aber er legt halt automatisch die Tafel ein. Also, ja, ist halt dann schon zum Teil praktisch, muss man sagen. Weil ich Gimler hab's halt zu oft tatsächlich auch verkackt, ne? Und wir haben ja extra einige davon beschafft, dass wir da nicht die Problematik haben. Ich sehe gerade, mit dem Char bin ich nicht aus dem Dienste-Channel raus. Jetzt wird mir hier die ganze Zeit der Spam angezeigt. Das ist immer ein bisschen nervig tatsächlich. Den habe ich ja erst letztens erstellt, ne? Hier gerade, um dieses Archäologie-Gedönse zu machen. Ja, der hängt sich dann halt hier auf, ne? Okay. Halt, stopp. Dann machen wir das jetzt einmal auf. Die können wir nicht mehr rausholen. Ah ja, richtig, das ging ja nicht. So, jetzt drückt mir die Daumen. Wir das mal ein bisschen rüber. Kisten haben wir noch 27. Bevor es ausbeißt. Okay, dann machen wir wieder ein paar Kisten auf. Von den Dingern haben wir noch 176. Wir haben nicht mal die Hälfte verbraucht bis jetzt. Also da habe ich jetzt gedacht, dass die schneller rausgehen tatsächlich, aber das geht. Gut, dann stellen wir jetzt hier noch was her. Ach. Na komm, gib mir doch einfach Zinnrock. Wie wär's? So, machen wir die restlichen Kisten auf. Drei haben wir hier noch. Beauty. Und was haben wir Schickes? Nix. Nochmal nix. Und ein letztes Mal. Ach, schade. Schade, schade, schade. Wieder nix. Alles durchgeballert. Und ja, aktuell sieht's leider schlecht aus. Wir können jetzt mal, just for fun, einmal zusammenzählen. Warte mal, wo war es denn? Hier hat man, glaube ich, eine Übersicht, wie viele Solves ich jetzt schon habe. Ich habe das vorhin mal zusammengezählt, da waren wir so ein bisschen über 300. Jetzt gucke ich mal, bei wie viel wir jetzt aktuell schon angelangt sind. 27, 30, 24, 21 und 19. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich irgendwo vertippt habe, aber hier sagt er mir, dass ich jetzt 314 aufgemacht habe. Kann sein. Wobei, irgendwo habe ich mich, glaube ich, vertippelt, oder? Ich müsste eigentlich fast mehr haben. Erinnern wir es nochmal kurz nach. Ne, passt. Also 314 Dinge haben wir jetzt aufgemacht und bis jetzt leider nichts. Ich würde sagen, fürs nächste Mal probiere ich dann mal meine Twink-Taktik aus. Vielleicht ist ja an dem ein bisschen mehr dran, dass ich es mit verschiedenen Chars probiere. Immer so lange spiele, bis ich die ersten beiden blauen habe und dann zum nächsten Char weitergehe. Vielleicht führt das eher zum Erfolg oder ich fahre halt mit dem Pala weiter. Das muss ich mal gucken. Jetzt werden wir ein bisschen rumprobieren, hätte ich gesagt. Gut, für die Aufnahme war es das aber. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.